Und damit hallo, herzlich willkommen zurück bei Kochen mit Nils. Ja, wir haben heute ein bisschen viel vorbereitet, denn wir haben heute ein bisschen mehr vor als sonst. Warum haben wir Kochrezepte? Doch, wir haben nämlich hier einmal Fenchelsalat mit Orange. Da hieß es noch, dass man die irgendwie nachher noch ganz komisch schnibbeln muss, filetieren. Ich habe noch nie filetiert, ich bin echt gespannt, wie das funktioniert. In vor allem die Orangen. Ja. Also Vorspeise. Dann haben wir hier unsere Nachspeise schon, weil wir die in die richtige Reihenfolge gepackt haben. Da bin ich persönlich sehr gespannt drauf, auf die Gemüsemuffins. Also bin ich aber auch echt gespannt, ey. Ja, Gemüsemuffins und der Macaroni mit Käsesoße, die gute Käsesoße. Ja, das sind unsere drei Rezepte, die wir heute durchnehmen. Und wir fangen, wie gesagt, mit der Vorspeise an. Das ist nämlich der gute Fenchelsalat mit Orange. So, für den Fenchelsalat mit Orange, dafür brauchen wir ein Sip. Da habe ich leider nur dies anzubieten. Ein größeres habe ich leider nicht. Da muss man eben 2x sieben, ist ja egal. So, da heißen Salatblätter, die wir hier vorne haben. Ne, tada. Da soll der Strunk abgeschnibbelt werden. Dann sollen wir die Blätter klein zupfen und dann waschen. Ja, ist ganz einfach. Also klingt bis jetzt noch ganz einfach. Gut abtropfen lassen, klar, Linsen gründlich in einen Sieb abwaschen, dafür haben wir die rote Linsen. Die werden dann entsprechend nochmal gewaschen. Und dann werden sie in einen Topf geworfen, den wir hier drüben haben und leicht, ganz sanft mit Wasser bedeckt. Ja, das dann ganz aufkochen lassen und die Temperatur reduzieren und ca. 10 Minuten bei niedriger Temperatur köcheln lassen. So viel dazu. Dann geht's auf der, das war Schritt 1 von Schritt 4. Jo, und ich schätze mal, da fangen wir einfach an und das Rest lese ich dann später weiter vor. Also, das gute Salat, das hole ich einmal raus. Nämlich die beiden, da hole ich mir erstmal mein sexy Messer raus. Das habt ihr jetzt natürlich nicht gesehen. So, hier, ja, Mann. Da heißt es einfach den Strunk ab, das ist der untere Teil. Muss man die noch waschen? Kommt gleich. Erst, ach so. Ne, lass mich mal, ich bin der Koch. Ja, mach. Da hieß es jetzt, dass man diesen klein zupfen und dann erst waschen sollte. Ich weiß nicht, wie viel klein zupfen man jetzt einfach. Nehmen wir mal hier letztlich gegen die Seite so klein. Also, mache ich das? Ist das so? Ich weiß nicht, ist das klein? Bestimmt. So, oder? Ist das klein? Ja. Ich mache das so, so, zack, zack, zack. So, das dauert jetzt hier so eine Weile, deswegen würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, wir haben jetzt den komischen Romana-Salat klein gemacht, wie man hier sieht. So ein kleines Ministück. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu klein ist, aber nicht. Und der wird jetzt noch gewaschen. Das heißt, ich nehme jetzt ein bisschen raus und werde jetzt so, ich glaube, in drei Teile an die kurz waschen, sonst fällt mir wieder irgendwas im Becken, da habe ich keinen Bock drauf. Und dann hieß es auch ordentlich abtropfen lassen. Am besten so wenig Wasser nachher wie möglich mitnehmen. So. Packe ich den mal kurz hier hin und hol mir nochmal eine Schüssel, eine Schüssel, wo ich das auch reinpacken kann. Ne? Hier ist zum Beispiel die. Da haben wir noch eine Schüssel. So. Jetzt versuche ich das kräftig damit irgendwie auszuschütteln, damit jeder Tropfen, der drin jetzt abgeht. Den wird gleich schlecht. Ja, das war echt so. Doch, der Salat sieht ganz richtig. Oh Scheiße, du hast auch nicht mal. Rosa Nase. Ah, ja, das machen wir jetzt noch zweimal, damit der Rest auch fertig ist. Jetzt ist mein ganzes Haar wieder im Arsch, ey. Warum mache ich mir die Haare, wenn ich sowieso wieder übertreibe? So, ich glaube, da mache ich noch eine Tour. Ich glaube, ich mache sogar 4 Touren. Shit happens. Und it's time for... Also wenn das nicht Kochen ist, weiß ich auch nicht. Was ist damit passiert? Ist doch von der Seite. Ja, meine Spangen sind rausgegangen. Ich habe mein Schwimmbad vergessen. Das ist dumm, ey. Oh, Scheiße. Er ist ja überall gesplendet, ey. Oh, herrlich. Kochen macht immer wieder Spaß. Ach ja, die Linsen. Die müssen ja auch noch gewaschen werden. Die soll jetzt leicht mit Wasser überdeckt sein. Leicht mit Wasser. Ey, jetzt habe ich die überall kriegen. So. Ich gucke mal, dass ich irgendwie so ein bisschen... Ja, guck mal jetzt. Das sollte es schon gewesen sein. Ich will mal gucken, dass ich das nicht vergesse, dass es gleich kocht.
fortgeschritten Woche 2, meine Damen und Herren. Du brauchst einen Hobel. So, tada! So, Fenchel. Ah, das klang jetzt so cool, ne? Und der Strunk ist ab. Wenn es nicht der Strunk war, Pech gehabt. So, jetzt werde ich hier oben nochmal so gucken, dass ich hier diese Blätterchen kürze. Ich glaube, die nehmen wir einfach auch ab, oder? Ja, ja, ich glaube, die gehören nicht dazu. Ja, ich glaube auch nicht. Ich habe nämlich... Magic. Crazy. Magic. So, dann auch nochmal. Zack, jetzt haben wir einmal das weggemacht. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob es so richtig war oder nicht. Ihr könnt auch mal... Oh, das wäre interessant, ob man das hier oben essen kann. Kann man das? Oh, oh, riech mal. Kannst du testen. Das riecht wie Minze. Warum riecht das nach Minze? Oder? Oder nach was findest du das? Das riecht nach irgendeinem Cocktail. Was? Warum? Alter, nimm mal eine kräftige Nase. Das riecht voll nach Minze, Mann. Das war gut. So, ich versuch's einfach mal. Klang gesund. Krass. Ey, das ging... Das ist ja mega easy. Hier, zack. So, da hier ist noch ein großer Schwung. Sehen wir ja mal klein. Los, zack. Und zack. Ja, haben wir gerade auf die Uhr geguckt. Ich glaube nicht, ne? Was eigentlich mit den Linsen? Ja, 10 Minuten sollten die auf kleinerer Hitze vor sich hin köcheln. Glaubt es, kann runter, oder? Ne, es waren locker noch keine 10 Minuten, oder? Ist nicht. Ja, ich will das du hast dir dreimal die Haare gerichtet, seit du die raufgepackt hast. Dann hab ich gar nicht. So, das war das und jetzt hieß es, meine Damen und Herren, den Saft der Zitrone auspressen. Avocado-Kern and oder Avocado haben wir hier. Genau, Zitrone, die haben wir... Ah, warte, wie viel Zitrone brauchen wir? Nur eine halbe? Eine halbe habe ich noch. Eine ganze für 4 Personen, also habe ich noch eine halbe für 2 Personen. Guck mal hier in den Kühlschrank, der ist schnutzig. Ganz toll. Haben wir noch eine halbe Zitrone hier. Nils, was eigentlich mit den Linsen? Ja, die Linsen sind gut, die sind... Also die oberen sind gut, die unteren... Ja. Hast du dir keinen Wecker gestellt? Na. Ey, komm, ich wusste nicht, dass Linsen so geil auf Wasser sind und so krass aufsaugen. So. Zitrone. Entsaften. Hab ich auch noch nie in meinem Leben gemacht. Ich glaube, ich einmal vielleicht. Ich echt noch nie. Ich weiß es, ich habe es mal tausendmal gesehen und so. Ich fange erstmal entspannt an. Denn brutal. Die Zitrone muss weinen vor Schmerzen. Du entsaftest gleich noch deine Hand, dort meinst du vor Schmerzen. Also wenn das nicht vernünftig entsaftet ist, weiß ich auch nicht. Ich weiß, dass da drin ein großer Kern ist. Ein Avocado-Kern, ich habe ich auch schon mal gesehen. Das heißt, ich mache jetzt einfach erstmal stumpf so. Einmal einen Kreis. Ich hoffe, ich treffe jetzt meine alte Schnittwunde, ja. Schnittwunde, ich meine, und da ist der Kern, huhu. Meine Damen und Herren, wir haben ihn und ich kriege ihn hier raus. Oh doch, oh, das sieht immer so unappetitlich aus. So, ich versuche so viel, wie es geht, rauszuholen. Oh, das ist sehr weich. Avocado. Das ist sehr wie so Butter. Ja, das ist Konsistenz. Manchmal ist es ein bisschen widerspenstiger, aber sonst ist echt krass weich. Oh, ich weiß auch nicht, ob man das in einem kompletten Zeug rausnimmt, aber ich glaube schon, oder? Da plup. Bup. Krass. Das sieht aus wie Eis. Hätte ich nicht gedacht, dass das so aussieht. So, wir haben unsere beiden Avocado-Stücke, die mache ich jetzt einfach kleiner. Ich mache es jetzt einfach mit dem Löffel, weil warum nicht? Mit Mund, da hieß wieder in mundgerechte Stücke. Bestimmt. So, und dann würde ich jetzt einfach den Zitronensaft einfach hier reinkippen. Dann habe ich ja im Endeffekt alles da drin gewendet und gemacht und getan. Orangen mit einem Messer schälen und filetieren. Ich habe Orangen bis jetzt mein Leben lang nur gepult. Ich versuche es jetzt. Ich habe es noch nie gemacht. Holy, die ist gut. Die ist gut in der Hand. Aber was ist denn auch filetieren? Also ganz viele Scheiben oder nein, was? Nein, ich habe es gegoogelt. Ich sage es jetzt gleich. Okay. So, ich habe es eigentlich geschafft, die Orange zu schälen. Habe ich das Gefühl, es ist eher geschnitten statt geschält. So, und dieses komische Filetieren... Hieß es in der Anleitung, man muss einfach hier, komm mal näher ran. In diesen, ich hoffe, man sieht das, in diese weißen Linien, die hier sind, die man hier auch außen sieht, einfach lang schneiden, hieß es. Okay. Und das war's. Und dabei halt eine Schüssel nehmen, weil halt viel Saft austreten könnte.
Die erste filetierte Scheibe Orange. Und das machst du hier auf der Seite auch. Nicht jetzt einfach hier reinschnippeln, sondern hier tatsächlich auch. Hier vorsichtig auch wieder an dieser weißen Kante schräg reinschnippeln, so halt die Form einer Orange halt. Und dann, da habe ich geschnitten, vorsichtig entnehmen. Naja, oder rausreißen, eins von beiden. Damit halt diese Haut, die man damals mal als Kind gegessen hat, glaube ich, ich glaube du auch, ne, damals? Ne, ich esse die eigentlich auch immer noch, aber ja. Ja, die hat man, ja, das ist im Prinzip das, was wir weghaben wollen, laut Anleitung. So, ich habe jetzt hier meine filetierten Orangenscheiben, so sieht es ungefähr aus. Und das ist so der Rest, der übrig geblieben ist. Da werde ich jetzt einfach nochmal den Saft rausquetschen. Weil den weiß ich, ob man den auch braucht, aber den kann man ja auch noch ja so saufen. Geht gut fit. Schritt Nummer 3 sind wir dann schon. Für das Dressing. Ah, jetzt kommen wir zum Dressing. Okay. Für das Dressing 3 Esslöffel Olivenöl haben wir da wieder unser guter Native Olivenöl. Mit Essig und Agavendicksaft verrühren. Was ist Agavendicksaft? Agavendicksaft. Ach, Agavendicksaft. Was ist Agavendicksaft? Das ist hier. Ja, das ist das. Ich habe mich schon wirklich gefragt, warum hat er Honig mitgebracht? Okay. Ich glaube, das ist so ähnlich wie Honig. Ja, okay. Pinienkerne vorsichtig rösten. Kreatin. Du hast ja schon die Linsen geröstet. die sind so geröstet. Bis sie anfangen zu duften. Okay, wir müssen also gleich riechen und sie riechen überall nur nach Orange. Besser als nach Zwiebel. Richtig. So, hier bereiten wir jetzt das den Dressing vor. So, Olivenöl. Unser Essig, unser komisches, aber wie hieß das, Alter? Agavendicksaft? Agavendicksaft. Agavendicksaft, ehrlich, oh, aber wieder falsch aus. Wir schon Salz und Pfeffer. So, da hieß es 3 Eslöffel Olivenöl. 1, 2 und 3. Essig, 1 Esslöffel. 1 Esslöffel. Da steht 2 drauf, aber da wir halt nur. Also es war für 4 Personen, kam schneller raus als gedacht, so ein Esslöffel. Nee. Ja, der wollte sowieso noch zu tun rühren. Nee, no. Ich brauche hier ein bisschen Gegengewicht. Damn, warum passiert mir immer so? Da hole ich mir noch einen Trick, aber nämlich diesen, wie heißt der nochmal? Agavendicksaft. Ein Teelöffel, der ist schön cremig, guck mal. Oh, da ist ein Deckel übrig. Wie das schmeckt. Oh, der ist richtig pornös. Oh, den muss ich auch mal probieren. Der ist süß. Der ist süß. Der ist geil. Ist das so honigmäßig, oder? Nö. Also Geschmack kann ich nicht deuten, weil ich das Zeug nicht kenne. Aber er ist süß. Oh, ist geil. So. Zurück zum eigentlichen Thema. So, also kurz verrührt. Konterding gegen Müll schnell verstecken. Oh, ich dachte, das ist ein Bock. In die Linsen. Ja, das ist nicht in die Gewalt. So, und eine Prise Salz. Das ist unser Dressing. Na? Ach, riechen tut er wie Arsch, Alter. Müssen wir eine Nase nehmen? Nee, danke. So, weiter geht's jetzt Rüben. Jetzt kommt nicht unsere Pinienkerne. Aber alle mal. Aber die werden auch schon lange ein bisschen dunkel, ne? Ja, ja. Man soll sie ja rösten. Rösten ist dunkel. You don't say. Hast du? Ja. So, wir haben jetzt die Pinienkerne, wie man hier sehen kann. Die haben wir jetzt geröstet. Riechen gut. Jetzt haben wir halt noch unsere. Fenchel noch anbraten, 7-8 Minuten. Dazu machen wir jetzt einfach mal also ein Esslöffel Öl. Ich mache das pauschal so. Das sollte lang. Weil die Pfanne heiß ist, ist es praktisch, dass das Öl sich direkt schon schön schnell verteilt. Das ist natürlich nice. Und da kommen direkt die ganzen Fenchel rein. Uhu, Baby! Wir haben fertig gebrustelt. Ja, das sind unsere Fenchel. Also. Also ich finde, das riecht voll krass nach Minze oder nach Pfefferminz. Und jetzt heißt es laut Anleitung, Punkt Nummer 4,
Salatblätter, die haben wir da. Linsen angebrutzelt da hinten. Avocado haben wir da. Orange haben wir auch da. Und Fenchel da. Mit dem Dressing da vermengen. Vermengen heißt für mich in eine Schüssel mixen, oder? Jo. Hört sich gut an. Und das dann mit Pinienkerne garniert anrichten. Ich kann mal. Schmeckt das? Ja, aber jetzt. Crazy Salad. Jetzt sieht es echt. Und das ist erst die Vorspeise. Jetzt weiß ich auch, warum man im Restaurant auf seine Vorspeise manchmal um die halbe Stunde warten muss. Weil du in der Küche stehst. Alter, dann müssen die eine Stunde warten, nur für die Vorspeise. Für die Hauptspeise 2. Vorspeise. Oh! Die habe ich vergessen, die Boys. Oh ja, die angebrannten Linsen. Die guten angebrannten. Die gerösteten Linsen. Die gerösteten. So, und dann wollen wir das mal ganz mixen, ne? Zack, zack. Schön vorsichtig. Von unten nach oben hebeln. So, man sieht zwar nicht viel, aber das ist im Prinzip unsere Vorspeise. So, wir richten die jetzt nochmal kurz an. Kannst ja noch hier die Pinienkerne mal mit dazu stellen. Oh ja. So, jetzt haben wir die Teller so ungefähr angerichtet. Jetzt werden halt noch mit den Pinienkernen so ein bisschen drüber gestreut. Weil das Auge ist ja mit. Da versuche ich jetzt vorsichtig ein bisschen was zu verteilen. Gleichmäßig natürlich. Und natürlich auch gut aufgeteilt. Weißt du, was da richtig crazy drauf aussehen würde? Jetzt noch so ein paar kleine Cherry-Tomaten. So drei Stück im Dreieck einfach verteilt. Die habe ich leider gestern, die letzten, die wir hatten, aufgesnackt. So, meine Damen und Herren, das wäre unser Fenchelsalat mit Orange. Ja, sieht war, fast genauso aus. Ja, das sieht ja noch ein bisschen geiler aus. Weil die Orange so mit drauf liegt. Ja, weil hier die Avocado viel geiler geschnippelt ist. Und die Linsen sind da deutlich roter. Ja. Aber der Sehm aufgehört. Ja, komm, das passt. Fürs erste Mal, alles gut. So, das war's im Prinzip für diese Episode, unsere Vorspeise von Fenchelsalat mit Orange. Wir werden jetzt direkt weitermachen mit der Nachspeise und danach die Hauptspeise, was einzelne Episoden werden. Und abschmecken tun wir dann am Ende. Bis später.